Hallo ihr Lieben, in diesem Video werde ich euch über mein allerletztes Seminar berichten, was ich besucht habe, und zwar Planung und Aufbau des Trainings von Kursen. Zu diesem Seminar konnte man sich auch einige PowerPoint-Folien wieder im E-Tutor runterladen. Im Seminar selber aber wurden die überhaupt nicht durchgegangen. Das Seminar war eher so ausgelegt, dass es viele Diskussionsrunden gab, viel Gruppenarbeit und einige Abschnitte, wo man mit den Schüler-Hund-Mensch-Teams nochmal das Anleiten geübt hat und kleinere Übungen gemacht hat. Ganz am Anfang gab es wieder eine Vorstellungsrunde und diesmal war sie ein bisschen länger. Also man sollte sich selber vorstellen, wer ist man so. Dann aber auch, wie ist man zu dieser Ausbildung gekommen, was hat man damit vor? Macht man die nur für sich privat vielleicht oder möchte man damit wirklich beruflich irgendwas machen? Und auch, was hat man selber für einen Bezug zu Hunden? Der Fokus vom Wochenende lag aber eigentlich darauf, wie der Kontakt mit dem Kunden abläuft, wie man eine Stunde gestalten kann oder was man für ein Angebot haben kann. Unsere erste Aufgabe war dann auch direkt in einer Gruppenarbeit. Wir sollten so ein bisschen zusammentragen, was braucht ein Hundetrainer an Fähigkeiten, welche haben wir vielleicht davon schon, was kann man für ein Angebot erstellen und welche Voraussetzungen oder Ressourcen braucht man vermutlich. Also zum Beispiel, wenn man eine mobile Hundeschule anbieten möchte, halt ein Auto, aber auch Zeit oder die Gewerbeanmeldung sollten wir halt nennen und dann haben wir es später in der großen Gruppe alles zusammengetragen. Es wurde auch ein Erstgespräch am Telefon simuliert und zwar war unsere Lehrerin die Kundin sozusagen, die Hundeschule zum ersten Mal kontaktiert übers Telefon und eine Mitschülerin hat dann halt die Hundeschule gespielt. Und nach dem Telefonat, nach dem gespielten Telefonat, wurde nochmal diskutiert, was hätte man vielleicht besser machen können. Jeder konnte so ein bisschen seine Ideen mit einbringen. Warum hätte man bestimmte Fragen vielleicht lieber im persönlichen Erstkontakt geklärt und im Telefonat noch nicht? Oder was ist gut gelaufen? Also es gab irgendwie einen ganz netten Austausch, dass jeder seine eigenen Einfälle mit einbringen konnte, weil natürlich auch jeder so ein Telefonat auf seine persönliche Weise handeln würde, so wie er sich wohlfühlt und was er glaubt, was er für Informationen braucht, bevor er das Team zum ersten Mal persönlich trifft. Und das fand ich an diesem Wochenende besonders nett, dass es halt, weil es halt eben so viele verschiedene mögliche Wege zum Ziel gibt, dass wir die auch alle mal zusammentragen konnten und jeder konnte seine Sichtweise einfach mal mit einbringen. Es wurde auch der erste Termin vor Ort als Einzeltermin durchgegangen. Was sind hier die ersten Fragen, die man unbedingt stellen sollte? Worauf sollte man speziell achten? Zum Beispiel irgendwelche Hintergrundstressoren, die es gibt. Und natürlich auch, dass man nachfragen sollte, was läuft denn gut mit dem Hund? Dass man nicht nur auf dem Negativen rumreitet, damit die Besitzer wirklich nur das Negative im Kopf haben, sondern es gibt bestimmt auch Punkte, die man verstärken kann, wo der Hund gut funktioniert, wo das Miteinander zwischen dem Menschen und dem Hund gut funktioniert und dass man natürlich auch darauf ein bisschen Rücksicht nimmt und auch danach fragt. Es gab auch eine richtig nette Diskussion um das Thema, wie und wann man sich Verhalten vorführen lässt vom Kunden, weil es während der Ausbildung einige Male vorgekommen ist, dass genau hier halt irgendwie widersprüchliche Informationen kamen von verschiedenen Lehrern auch, weil natürlich auch hier jeder die Situation anders sieht oder einschätzt und auch irgendwie eine andere Taktik hat, an das Problem ranzugehen. Sollte man sich zum Beispiel eine Leinenaggression zeigen lassen oder eher nicht? Und auch hier konnte jeder nochmal seine eigenen Pro und Kontras mit einbringen. Wie bei allem im Hundetraining ist es aber auch eigentlich hier so, dass es 1000 verschiedene Meinungen für eine Situation gibt oder ein Problemverhalten gibt und jeder müsste für sich selber entscheiden, was ist jetzt der richtige Weg, wie möchte man mit so einer Situation umgehen, möchte man sich das Verhalten nochmal zeigen lassen oder eben nicht, weil man es selber halt wichtig findet, dass der Kunde es zeigen kann oder weil man es selber sehen möchte. Mit das Wichtigste ist aber eigentlich, dass man halt Empathie für den Kunden mitbringt, dass der sich gut aufgehoben fühlt im Training und auch verstanden fühlt. Während dem Wochenende wurden wir auch in verschiedene Teams aufgeteilt oder wir konnten uns halt selber den verschiedenen Hund-Mensch-Teams, die anwesend waren, zuteilen. Und dann haben wir in den kleinen Gruppen die Signale, das Umorientierungssignal, Klick für Blick, Bogenlaufen, Hinter und das Fokusspiel aufgebaut oder angefangen aufzubauen. Und vor der großen Gruppe haben wir das dann nochmal vorgestellt. Gegen Ende des Seminars hat uns dann unsere Lehrerin nochmal ein Signal vorgeschlagen zum Aufbauen, das wirklich noch kein Hund der anwesend war, konnte, einfach damit wir wirklich bei Trainingsstand 0 anfangen. Und das war
die Acht laufen, also um so Pylonen oder zwischen den Beinen durch eine Acht laufen. Und hier hatten wir erstmal so eine kleine Brainstorming-Session, wie man dieses Signal aufbauen könnte. Und jeder konnte seine Ideen ein bisschen mit einbringen. Und es wurde dann auch mit verschiedenen Teams und verschiedenen Schülern, die dann angeleitet haben, aufgebaut. Aber das war jetzt die Zusammenfassung von dem Seminar Planung und Aufbau des Trainings von Kursen. Das nächste Video, was ich hochladen werde, ist wahrscheinlich die theoretische Prüfung, die ich irgendwann Ende September ablege. Und danach gibt es ja nur noch die praktische Prüfung für den Hundetrainer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!